vor genau 5 Jahren ging es mir halt sehr blöd. Also ich hatte Bauchschmerzen, mir war schlecht, ich hatte ganz dolle Durst immer und musste ganz oft auf die Toilette und ich war müde. Dann sind wir ja deshalb immer zum Arzt und wir haben uns ja auch nicht gesagt, die wussten es auch nicht genau. Und dann sind wir hierher gekommen, ins Krankenhaus. Und da wurde dann festgestellt, dass ich Diabetes habe. Und dann wurde mir dann halt erklärt, was das ist und wie die Regeln dafür halt sind. Also die erste ist ja, dass ich mich immer messen und spritzen muss. Und dass ich immer auf meinen Zucker achten muss. Heute geht es mir auf jeden Fall besser. Ich kann alles machen wie die anderen Kinder auch. Alles essen, was ich will. Aber ich muss mich messen und spritzen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Ihres SAF Gesundheitsforums Hippokrates. Heute geht es um das Thema Diabetes mellitus bei Kindern und Jugendlichen. Neben mir begrüße ich Herrn Dr. Zindel. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Herr Dr. Zindel, wie kann man sich das denn vorstellen? Ist die Diabetes mellitus bei Kindern und Jugendlichen genauso wie bei Erwachsenen oder älteren Menschen? Und wie viele Kinder sind davon betroffen? Wenn man das Wort Diabetes hört, denkt man eigentlich immer so an die große Volkskrankheit Typ 2 Diabetes. Und davon sind Millionen von Menschen betroffen. Der Diabetes mellitus Typ 1 ist eigentlich eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die davon betroffen sind. Es sind natürlich Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, die den Typ 1 Diabetes haben. Wenn man jetzt unter 20-Jährige hernimmt, dann sind es in Deutschland etwa 30.000 betroffene Menschen, die an Diabetes leiden, Typ 1. Wenn ich davon ausgehe, 14-Jährige, wie viel da im Jahr neu erkranken, sind es in Deutschland 2.500 Kinder, die neu an Diabetes krank werden. Das heißt, die zeigen die Zeichen eines Diabetes. Da wird die Krankheit manifest, das heißt mit den typischen Symptomen. Okay, wenn dann ein Kind an Diabetes 1, Typ 1 erkrankt, was treten denn da konkret für Krankheitsanzeichen auf? Dazu muss man erst noch wissen, was der Diabetes mellitus Typ 1 bedeutet. Beim Typ 1 bedeutet es, dass bei den Kindern und Jugendlichen in der Bauchspeicheldrüse bestimmte Zellen geschädigt oder auch zerstört werden und damit wird nicht mehr genügend Insulin hergestellt oder später auch gar kein Insulin mehr. Und dieses Insulin ist ein Hormon im menschlichen Körper, was den Zuckerstoffwechsel regelt. Und es ist wichtig zu wissen, dass Insulin das einzige Hormon im menschlichen Körper ist, was den Zucker herunterregulieren kann. Alle anderen Hormone im menschlichen Körper mobilisieren den Stoffwechsel und damit wird der Blutzucker erhöht. Insulin wäre das einzige Hormon, was den Zucker nach unten bewegen kann. Und darum ist es auch lebensnotwendig. Ohne Insulin kann kein Mensch leben. Und darum ist jetzt auch wichtig zu wissen, was macht das Insulin im menschlichen Körper. Und da sind es drei Dinge, die dazu wichtig sind und daraus leiten sich auch letztendlich die entsprechenden Symptome ab. Insulin brauche ich, damit der Zucker als Energieträger in den Muskel kommt, wo ich entsprechend Energie benötige. Es muss der Zucker auch im Körper gespeichert werden, in der Leber. Dafür brauche ich auch Insulin. Und wenn Zucker und Insulin im Körper vorhanden ist, dann bleibt Fettgewebe dort, wo es ist. Es wird nicht abgebaut. Wenn das Insulin aber nicht mehr vorhanden ist, dann kriegt das Fettgewebe nicht mehr diese Information und wird dann entsprechend abgebaut. Und daraus leiten sich jetzt die entsprechenden Symptome ab. Insulin fehlt, also wird der Blutzuckerspiegel ansteigen, weil er nicht mehr der Zucker in die entsprechende Muskulatur hineinkommt und dort als Energie verbraucht werden kann und nicht mehr gespeichert wird. Mit dem Blutzuckeranstieg wird der Zucker über die Niere in den Urin ausgeschieden. Und da Zucker wasseranziehend ist, entnimmt er dem Körper eine ganze Menge auch an Flüssigkeit. Dadurch werden Riesenmengen an Urin produziert, was dazu führt, dass die Kinder auf Toilette ständig laufen müssen. Und wenn ich Wasser verliere, bekommt der Mensch Durst. Und deshalb trinken die Kinder auch sehr viel. Und wenn mir Energie fehlt, dann baue ich entsprechend auch die Substanzen ab, nämlich Fett. Deshalb werden Kinder dünn, haben keine Energie mehr, sind schlapp und müde. Das sind die typischen Symptome. Okay. Und wenn dann, also welche Maßnahmen erfolgen denn, wenn ein Kind mit Diabetes in die Klinik kommt? Was machen Sie da?
Wenn ein Kind mit Diabetes Verdacht oder auch entsprechend schon Diagnose in die Klinik kommt, heißt es, die Diagnose zu sichern. Das heißt, ich muss feststellen, liegt ein Diabetes vor. Und dabei hilft mir letztendlich einmal die typische Anamnese der Kinder, wo ich erfahre, sie haben sehr viel getrunken, sie mussten sehr viel Wasser lassen, sind schlapp und müde. Das ist etwas Wichtiges und dann brauche ich letztendlich zwei ganz wichtige Untersuchungsmaßnahmen, nämlich einen kleinen Pieks in den Finger, wo ich den Blutzucker feststelle und sehe, dieser Blutzucker ist über 12 bis 15 Millimol pro Liter und damit habe ich eigentlich schon einen Zucker, der zu hoch ist. Und ein Spontanurin, in dem ich nachweisen kann, dass Zucker enthalten ist und auch Aceton, etwas, was vom Fettabbau herrührt. Damit habe ich die Diagnose letztendlich bewiesen. Okay, also so viel zur Diagnose. Und wie erfolgt dann die Therapie? Also das Kind muss ja sicherlich Insulin verabreicht bekommen. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Wonach richtet sich das? Es ist ja so, dass dem Kind das Insulin fehlt, deshalb hat es diese Symptome und darum muss ich dem Kind in irgendeiner Art und Weise Insulin zuführen. Zuführen muss ich das in Form einer Spritze, wo ich dem Kind mit einer kleinen Nadel dann das Insulin in die Haut, ins Unterhautfettgewebe spritze und es ihm damit wieder zur Verfügung stelle. Die Möglichkeit, dieses Insulin zuzuführen, kann mit der Spritze sein, mit dem Pen oder auch letztendlich mit einer Insulinpumpe. Und was man einsetzt, das lernen die Kinder im weiteren Verlauf. Wichtig ist, wenn das Kind in die Klinik kommt und wir die Diagnose gestellt haben, dass wir natürlich nach den medizinischen Bedürfnissen die Kinder zunächst erstmal auffangen, untersuchen und dann auch entsprechend behandeln. Und dann bekommen sie auch ihr Insulin verabreicht, damit der hohe Blutzucker wieder sich regeln kann. Wenn diese erste medizinische Versorgung stattgefunden hat, dann nehme ich mir die Eltern und auch das Kind beiseite, je nachdem, in welchem Zustand sich das Kind befindet, und muss mit den Eltern und auch dem Kind gegebenenfalls zusammen die Diagnose besprechen. Das heißt, das sogenannte Erstgespräch führen, indem ich den Eltern und dem Kind die Diagnose mitteile und daraus auch die folgenden Konsequenzen, die es für das Kind hat. Herr Dr. Zindel, nun ist ja diese Diagnose Diabetes sicherlich auch erstmal ein Schock für die Kinder und sicherlich auch für die Familie. Und die Therapie führt wahrscheinlich auch erstmal zu einer gewissen Überforderung. Was können Sie denn tun, um die Kinder und die Eltern zu unterstützen, mit dieser Krankheit besser zurechtzukommen? Entscheidend ist es dafür, dass wir entsprechend Programme haben, Schulungsprogramme, die zertifiziert sind, die uns zur Verfügung gestellt sind, um Eltern wie halt auch die Kinder zu schulen, um ihnen Lehrinhalte zu vermitteln, theoretisch wie halt auch nachher praktisch, damit sie lernen, was diese Krankheit A bedeutet, was ist Diabetes, mit all den Problemen umgehen können, lernen, was Insulin heißt, lernen, was Essen und Trinken heißt und auch dann nachher die Behandlungseinstellungen. Dieses wird anhand von Schulungsprogrammen den Kindern Schritt für Schritt beigebracht und auch den Eltern. Das Weitere ist, dass sie in den täglichen Behandlungen hier in der Klinik natürlich auch lernen, was müssen sie praktisch dafür tun. Sie lernen dabei, Insulin als Medikament zu sehen. Sie lernen, Insulin aufzuziehen, zunächst in einer Spritze, um diese auch dann zu verwenden und das Insulin in die Haut zu spritzen. Das Weitere ist der nächste Schritt, dass man Insulin nicht nur in der Spritze aufziehen kann, sondern auch als vorgefertigte Ampulle in einen Pen, also wie ein Füller, füllen kann und damit das Insulin besser, leichter applizieren kann, weil ich nur eine Menge einstellen kann und damit die zu gebende Menge viel besser applizieren kann. Und für diejenigen, die entsprechende Voraussetzungen mitbringen, gibt es auch die Möglichkeit der ganz feinen Insulinzufuhr, nämlich die mit einer Insulinpumpe. Das sind vor allen Dingen die Kinder, die ganz kleinen, die nur ganz geringe Insulinmengen brauchen, wo ich entsprechend nur wirklich wenige Einheiten und geringe Einheiten brauche, die erhalten die Therapie mittels Pumpe. Diese Insulinpumpe, die Sie gerade angesprochen haben, können das nur kleine Kinder verwenden oder ist das jetzt auch, sage ich mal, für die etwas größeren geeignet? Und was beinhalten konkret diese Insulinpumpenschulungen? Die Insulinpumpe wird primär natürlich bei den ganz kleinen Kindern eingesetzt, aber natürlich auch findet man Erwachsene und Jugendliche und andere Kinder, die eine Pumpe tragen. Und es gibt Indikationsstellungen für diese
Pumpenversorgung. Denn wenn Kinder zu hauptsächlich nachts zu Unterzuckerung neigen, dann ist es etwas, wo ich eine sehr feine Einstellung haben möchte. Und diese beinhaltet eine Indikation auch für die Pumpentherapie. Wenn ich mich für eine Pumpentherapie dann entscheide, die auch von der Krankenkasse zu genehmigen ist dann erst, dann heißt es nochmal eine separate Schulung für diese Kinder mit einer Diabetesberaterin, die Eltern und Kind in die Technik einführt und auch in die Handhabung der Pumpe, damit man weiß, wie eine Pumpe anzulegen ist, wie man stechen muss, wie eine Pumpe die Ampulle zu füllen ist, damit das alles reibungslos funktioniert. Dafür gibt es dann entsprechend spezielle Schulungen. Okay, und muss ein diabetisches Kind bei der Ernährung auf irgendetwas achten oder eine Diät führen? Es gibt keine Diabetes-Diät. Die Kinder werden, wenn sie gelernt haben, was sie essen können, später alles wieder essen dürfen, was sie auch gerne möchten. Denn sie müssen lernen, dass die Nahrung aus verschiedenen Nahrungsbestandteilen besteht. Und für den Diabetiker entscheidend ist der Zucker in der Nahrung. Und es gibt Nahrungsmittel, die enthalten Zucker und welche nicht so viel und manche ganz viel. Und das lernen die Kinder im Rahmen einer Ernährungsberatung und Ernährungsschulung, wo sie wissen, welche Nahrungsmittel jetzt zu berechnen sind. Da fallen dann die Begriffe wie BE, wie viel Gramm Zucker ist in einem Nahrungsmittel enthalten. Und das lernen die Kinder auszurechnen, zu beurteilen. Und dafür haben wir im Haus eine Diätassistentin, die mit den Eltern wie mit dem Kind auch zusammen die Nahrungsmittel bespricht, ihnen sie demonstriert und auch dann regelrechte BE-Trainings durchführt, wo sie fit gemacht werden im Umgang mit ihrer Ernährung. Wichtig ist aber, dass die Kinder lernen, sie sind nicht eingeschränkt. Es wird ihnen nichts weggenommen, sie können alles essen, vielleicht auch so wie früher. Und darum richtet unsere Therapie sie auch danach aus, sie nach den Essensgewohnheiten wie früher weiter essen zu lassen. Und wenn jetzt diese Therapiemaßnahmen, ich sag mal Ernährung, Insulingabe, wenn das alles klappt, können dann trotzdem noch Schwierigkeiten in der Behandlung auftreten, irgendwelche Komplikationen? Die Probleme und Komplikationen, die auftreten, sind zwei ganz wichtige Punkte, die aufzuführen sind in der Behandlung des Diabetes bei Kindern und Jugendlichen. Das sind zwei Punkte. Das ist einmal die Unterzuckerung, wo Kinder ganz rapide und ganz schnell auch reagieren können. Der Zucker, hatte ich vorhin schon erzählt, ist wichtig als Energieträger, aber auch ein wichtiger Stoff, der für unser Gehirn notwendig ist, wo ich kein Insulin benötige. Aber wenn der Zuckerspiegel unter 4 und darunter sinkt, 4 Millimol pro Liter, dann ist es einfach zu wenig. Und dabei kann es dann zu Veränderungen kommen, dass der Körper, der Mensch nicht mehr reagieren kann. Das führt so weit, dass Kinder und Jugendliche umfallen können, bewusstlos werden und auch krampfen können, weil einfach nicht mehr genügend Zucker vorhanden ist. Ursache dafür ist, entweder sie haben nicht ausreichend gegessen oder auch zu viel Insulin gespritzt. Wenn dies der Fall ist, muss man dementsprechend gegenregulieren. Das heißt, man muss den Kindern das geben, was jetzt fehlt, nämlich Zucker. Der Zucker ist niedrig, sie müssen Zucker erhalten. Wenn sie dies nicht mehr können, haben die Eltern in der Schulung erfahren, dass sie eine Notfallspritze geben können. Und diese Notfallspritze ist nicht Zucker, sondern das ist ein Hormon, was genau das Gegenteil vom Insulin bewirkt. Es setzt nämlich die Reserven an Zucker im Körper frei, aus den Muskeln, aus der Leber, sodass der Blutzuckerspiegel wieder etwas ansteigen kann und dem Kind zur Verfügung steht. Wenn all dies nicht hilft, dann brauche ich den Notarzt, der dem Kind hilft. Unterzuckerungen sind gerade ein riesiges Problem für unsere kleinen Kinder und kleinsten Kinder, weil nämlich Kleinkinder und Säuglinge in der Hirnentwicklung sich noch befinden und dort Vernetzungsstrukturen aufgebaut werden. Und wenn es dort zu Unterzuckerungen kommt, können diese geschädigt werden und damit auch zu bleibenden Entwicklungsstörungen im Kindesalter führen, dass das Hirn sich nicht adäquat entwickeln kann. Die zweite große Komplikation bei diabetischen Kindern ist die Überzuckerung, die Hyperglykämie. Hiervon sind häufig betroffen Kinder, die eine Pumpentherapie haben, weil wenn die Insulinpumpe nicht mehr richtig funktioniert, das Insulin nicht aus der Pumpe in den Körper hineinfließt, sondern durch ein Leck in der Leitung, eventuell in die Kleidung oder sonst wohin fließt, dann fehlt dem betreffenden Patienten das Insulin und er kommt in den Insulinmangel hinein. Und wenn der Insulinmangel auftritt, dann habe ich wieder die Symptome, die ich am Anfang habe. Ich habe sehr schnell einen Überzucker und diese Menschen, die eine Pumpentherapie haben, haben nur ein Insulin, was langsam über die Pumpe einläuft und sonst keine weiteren Reserven.
Und deshalb neigen diese auch sehr schnell dazu, dass Fette abgebaut werden und damit auch zu einer Ketoazidose, wo der Körper massiv übersäuert wird. Und das stellt eine sehr lebensbedrohliche Situation dar. Okay, Herr Dr. Zindel, wie werden denn die Kinder und Jugendlichen dann auf den Alltag vorbereitet, auf Zuhause, auf Schule, Kindergarten, Lehrstelle? Wie kann man sich das vorstellen? Die Kinder und Jugendliche werden auf den Alltag derart vorbereitet, dass wir ein Schulungsprogramm mit ihnen durchführen, wo sie gelernt haben, welche Dinge sind bei der Behandlung des Diabetes zu berücksichtigen. Ich muss das Handling verstehen, ich muss die praktischen Sachen durchführen können, ich muss wissen, wie ich dokumentiere, um daraus ablesen zu können, wie mein Stoffwechsel steht. Wenn das die Kinder und Eltern beherrschen, kann man sie wieder in Richtung nach Hause entlassen. Aber dieses reicht nicht allein aus, denn wenn Kinder in den Kindergarten gehen und auch die Schule gehen, brauchen sie eine Versorgung auch dort in diesen Einrichtungen. Gerade Kinder im Kindergartenalter können nicht allein ihren Blutzucker messen und auch wissen, wie viel sie spritzen müssen. Und deshalb müssen auch die Institutionen und Betreuer vorbereitet werden, sodass wir zum Teil auch in Schulen wie in Kindergarten gehen, um vorzubereiten, die Erzieherinnen und auch Lehrer zu schulen, dass sie wissen, was es heißt, Diabetes zu haben, wie zu reagieren ist, wenn Probleme auftreten. Und wenn dies gewährleistet ist, dann kann ich ein Kind auch wieder nach Hause entlassen mit seinen Eltern. Wer betreut denn dann danach weiterhin Kinder und Jugendliche mit Diabetes? Also wie oft und wo finden da Kontrolluntersuchungen statt? Ein Kind, was einen Diabetes mellitus hat, sollte mindestens einmal vierteljährlich zu einem entsprechenden diabetologisch erfahrenen Kinderarzt gehen, der das Kind anschaut, untersucht, sieht, wie sich das Kind entwickelt hat. Er muss sich die Spritzstellen angucken, wo das Kind Insulin hinspritzt. Er wird sich die Stichstellen angucken, wo das Kind seinen Blutzucker misst. Und auch den Blutzucker und Urin kontrollieren und sehen, sind diese Entwicklungsdinge alle in Ordnung. Wenn Auffälligkeiten sind, werden diese entsprechend dokumentiert und auch mit den Eltern gleich besprochen. Sollte ein Kind mit einer Puppentherapie zur Kontrolluntersuchung kommen, schließt sich noch eine weiterführende diagnostische Maßnahme an, nämlich, dass ich die Insulinpumpe wie halt auch das Messgerät des Kindes auslese und es im Computer darstellen kann mit einem speziellen Programm, wo Eltern, Kind und ich die Daten sehen kann, was das Kind in der letzten Zeit zu Hause gemacht hat, wie oft es gemessen hat, welche Werte es hatte, wie viel Insulin es dabei appliziert hat. Und diese Informationen können wir zusammen besprechen und dann auch verarbeiten und daraus ableiten, muss sich an der Therapie etwas ändern, kann gemeinsam mit den Eltern und Kind auch die Einstellung der Pumpe verändern, um dann wieder eine bessere Stoffwechseleinstellung zu erreichen. Herr Dr. Zindel, noch die Frage an Sie. Ist denn ja die Behandlung von Kindern, ich sage jetzt einfach mal ein Kinderspiel, oder gibt es da so typische Probleme, die auftreten können? Es wäre schön, wenn es ein Kinderspiel wäre. Es ist ja eine sehr umfassende Behandlung, wo viele Dinge zu berücksichtigen sind. Es sind viele Maßnahmen durchzuführen, Dokumentation durchzuführen und Verantwortung zu übernehmen. Und dieses beinhaltet auch gerade die größten Schwierigkeiten, sodass etwa ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen mit Diabetes hervorragend durch diese Krankheit und auch durch ihre Kinder und Jugend durchgehen, wo Eltern die Betreuung gewährleisten können, damit auch gute Werte und gute Stoffwechseleinstellungen erreichen. Ein weiteres Drittel der Kinder hat damit Schwierigkeiten, weil sie bestimmte Dinge nicht mehr regelmäßig durchführen können. Und das letzte Drittel, das sind Kinder, die keine adäquate Versorgung haben, weil sie nicht ihre Regeln einhalten können, nicht Blutzucker messen, wie sie es eigentlich machen sollten, Insulin vergessen zu applizieren, essen wie und wo sie wollen, ohne dafür überhaupt eine BE berechnet zu haben. Und dies führt zu ganz schlechten Einstellungen. Und dabei fehlt dann den Kindern natürlich auch oftmals die Betreuung durch Eltern, die es nicht gewährleisten können, weil sie arbeiten müssen, durch Schule oder auch im Kindergarten, sodass alles desolat verläuft. Und hierbei sehe ich selbst für mich immer die Schwierigkeit, dass ich die Kinder in der Kontrolle habe, vieles bewegen möchte, aber dies nicht bewegen kann, weil ich in der Klinik sitze, in der Praxis sitze und nicht zu Hause, wo die Probleme auftreten. Herr Dr. Zindel, zum Abschluss noch die Frage, kann man
irgendetwas vorbeugen gegen Diabetes mellitus tun? Der Typ 1 ist eine Krankheit, die genetisch natürlich schon eine Prädisposition mit sich bringt, wo ich keinen Einfluss habe, um dieses in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Das heißt, ein Mensch wird irgendwann an diesem Diabetes erkranken, egal wie Eltern die Kinder ernähren, wie sie die Kinder versorgen. Es kommt dazu, dass die Krankheit irgendwann auftreten wird, sodass es auch keine Schuld gibt, wo Eltern daran Schuld haben, dass Kinder ihren Diabetes bekommen haben, ob das mit im Kindesalter, im Säuglingsalter oder als Jugendlicher ist. Keiner hat Schuld und es ist so bisher nicht zu beeinflussen mit den heutigen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Okay, Herr Dr. Zindel, herzlichen Dank für das Gespräch, für diese Informationen über Diabetes mellitus bei Kindern und Jugendlichen. Danke auch an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie eingeschaltet haben. Falls Sie noch Fragen haben sollten zu diesem Thema, dann können Sie uns natürlich kontaktieren unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie beim nächsten SRF-Gesundheitsforum wieder mit dabei sind. Dann möchten wir Sie über eine Operation an der Schulter informieren, genauer gesagt die Rotatorenmanschette. Also vielleicht bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.